Erneut willkommen zurück zu Tales of Crisis F, meine lieben Freunde. Ganz genau, ich hoffe, der letzte Part hatte wieder die nötige Portion Action. Denn da ist wieder ganz schön was abgegangen. Es war mal wieder ein unerwarteter Auftritt von Richard. Der hat nämlich das ganze Walken des Kriers einfach mal ausgesaugt. Der hat das gesamte Aelith absorbiert. Jetzt ist das Walken des Kriers komplett schwarz geworden. Es ist überhaupt keine Energie mehr da drin. Das Wasser ist auch verschwunden. Das ist natürlich eine extrem beschissene Situation für Strata. Weil was soll jetzt eigentlich mit Strata passieren? Jetzt haben die ja überhaupt kein eigenes Aelith mehr. Das ist eigentlich eine Katastrophe, also wir müssen unbedingt zum Präsidenten zurück und ihm das erzählen. Der wird darüber natürlich sicher nicht gerade erfreut sein. Aber wir müssen ihm das unbedingt sagen. Der Aspel hat ja auch gesagt, er will ihm die Wahrheit sagen, was anderes wird eh nichts bringen. Ja, und recht hat er. Hat vollkommen recht damit. Was bringt es ihn anzulügen? Es ist halt so, wie es ist, auch wenn es schmerzt. Es ist nun mal so. Richard ist halt einfach nicht mehr derselbe. Schon lange nicht mehr, leider. Hubert, what are you doing here? The situation has changed. Windor has pulled her armies out of Lont and stationed them in Barona. More on that in a moment. Let's hear your report. Well, you see, King Richard appeared at Duplamar, and then he, Did he absorb all the Aelith from the Valkanus Creus? How did you know? It's the reason why Windor's army pulled back. King Richard absorbed the energy from the Valkanus Creus in Barona and then vanished. Apparently, the capital is in chaos. We have no idea why or how King Richard would do such a thing. Regardless, we cannot stand idly by. The time has come for action. There are two issues. First, we must deal with the loss of our Valkanus Creus. Second, we must find King Richard and ascertain his ultimate goal. This new development is a threat to all nations, and we must put aside petty international squabbles. As two of the Valkanus have been drained, we must assume he will target the third as well. That means he's likely headed for Fendel. Asbel, I must ask of you a great favor. Will you take up the pursuit of King Richard? Does that mean you're sending me to Fendel? Your friend knows about Valkanus, and you know the king. I can think of no better people for the job. Please know we will support you with every resource at our disposal. Very well, Mr. President. We have our own concern about both the Valkanus and the king, so we accept your proposal. Hubert, I want you to accompany Asbel. But sir... Mr. President, Lont will be lost without Hubert. If I allow you to choose the next governor, will that put your mind at ease? I understand you might have concerns about who I would nominate. And I would want your mind clear and focused for the upcoming investigation. Well, Asbel Lont, do you find my terms acceptable? Yes, Mr. President. Thank you very much. I merely made a decision in our country's best interest. Well then, enough talk. Asbel, Hubert, all of you, good luck. Hubert is coming with us? It's an order. I have to come. Still, I'm a bit uneasy about the arrangement. Uneasy? Have you had any trouble dealing with these people, Sophie? No. Except for being eaten by the Rakugan. Wait, what? But your pepper charm made it sneeze, and we got out. Yeah, your charm saved the day, Hubert. Thanks. It's a coincidence, nothing more.
Besides, you gave me that charm, remember? I didn't need it anymore, so I gave it back, that's all. It was still pretty incredible. It was kinda like having you save us yourself. How can my older brother still be so naive? It's things like that which make me uncomfortable about this journey. I guess you'll just have to keep them out of trouble. Welcome to the party, little bro! Oh, all right, all right. We'll work together. So it shall be, Asbel. Thank you. How should we enter Fendel, Mr. President? Take a boat out to Warrior's Roost, then secure passage from there. What's Warrior's Roost? It's a small island set apart from the other three countries. It functions as an autonomous district. Come. We can reach the port via the city's north gate. Still? After all this, we still don't have enough? Do we still need more power? So that you and I can achieve our goals? Who are you? At this rate, I might hurt Asbel and Sophie. No! They haven't betrayed me! They're my friends! Friends! So, das war ziemlich interessant mal wieder. Also ich sage, Richard hat mit irgendwas zu kämpfen, was Besitz von ihm ergriffen hat. Das haben wir doch schon die ganze Zeit gemerkt, wegen seinem andersfarbigen Auge. Also irgendjemand oder irgendetwas steckt da in ihm drin und versucht ihn zu kontrollieren. Ja, und wir haben jetzt zwar nicht wirklich eine Nachricht vom Spiel bekommen, aber er ist tatsächlich endlich ein festes Mitglied in unserem Team, der liebe Hubert. Das heißt, jetzt besteht unsere Gruppe aus insgesamt 6 Leuten, wobei aber leider immer 2 davon auf der Ersatzbank bleiben werden. Aber da wir Hubert ja eh noch nie wirklich haben kämpfen sehen, außer einmal kurz damals in Land, wie wir eben gegen Richard gekämpft haben, werde ich ihn natürlich jetzt für eine Weile ins Team nehmen, am besten statt Sophie und, ja, Malik kann sich meinetwegen auch noch ausruhen. Dann sind es die 2 Boys und die 2 Girls. Und was hat er hier? Rastloser Recke als Titel. Ich meine, er hat natürlich auch eine Menge Titel, wie ihr hier sehen könnt. Rastloser Recke, für über 100 Kämpfe bei gemäßigten Schwierigkeitsgrad, dein Kampfverbot des Antlitz inspiriert. Strahlbogen, das, na, der hat ja auch einiges. Oder hier Zeher Haudegen, für über 200 Kämpfe auf den Schwierigkeitsgrad schwer, so wandle auf dem Pfad des Eroberers. Also haben wir hier zum Beispiel den Donnerboten, erlerntes Arze, dann Flinkfingerchance auf Doppelklingen, Wechselzeitreduktion. Ja, werde ich ihm das mal geben. Also Hubert kämpft natürlich, das haben wir eh schon einmal gesehen, mit sogenannten Doppelklingen, mit denen er aber irgendwie auch schießen kann. Also das ist eine richtig geile Waffe. Können wir uns mal kurz angucken. Hier Status. So, das ist jetzt Hubert. Und seine Werte sind ja gar nicht mehr so schlecht. Das ist auf Level 32, hat über 3000 Lebenspunkte. Genau, Waffe, Runen Doppelklinge und Rüstung Runen Schutz. Dann Spezifikation, einfaches Gestell, also quasi seine Brille, so wie es bei Malik eben dieses Duftwasser ist, ist es bei ihm immer eine Brille. Und er trägt einen Brennbann. Und er hat schon einige Fertigkeiten, natürlich physische Angriffe. So. Maximal KP plus 230 ist super. Und der Rest ist ja auch nicht zu verachten. Mhm. Okay, ja gut. Ich muss nur zugeben,
Bei Hubert gefällt mir die Startkleidung ja nicht so wirklich, weil das sieht irgendwie so, ich weiß nicht, das sieht aus, als würde er, naja, zwar nicht wirklich Strumpfhosen tragen, aber irgendwie das sieht so, na, ich weiß nicht, das, obwohl es blau ist und obwohl blau ja meine absolute Lieblingsfarbe ist, gefällt mir sein Standard-Outfit jetzt nicht so besonders, ich weiß nicht, das sieht irgendwie so, ja, wie soll ich das jetzt sagen, das sieht halt nicht so aus, als würde es mich wirklich vom Hocker hauen. Das heißt aber auch, dass ich ihm bei Gelegenheit schon sehr, sehr bald einen Titel geben werde, der ihm ein Download-Content-Kostüm verpasst, was meiner Meinung nach um einiges besser aussieht als das, was er jetzt hier gerade trägt. Ich weiß gar nicht, welches... Oder soll ich ihm das gleich mal geben? Ich muss das erstmal kurz überprüfen. Statt sehr Hording. Das ist, glaube ich, wieder eins von hier oben mit diesen Katzengesichtern da. Ne, der Spross von Oswald. Oswald, sag ich schon. Oswald ist seinem Ziehvater dankbar. Ne, ich glaube, das war immer ganz unten. Die Download-Content-Kostüme waren immer hier unten. Genau, das hier. Das werde ich ihm geben. Imperialer Ritter. Huberts Flynn Skyfer-Kostümtitel. Schlüpfen die Rolle von Flynn aus Tales of Vesperia. Das werde ich ihm jetzt mal geben, damit ihr das Kostüm von ihm sehen könnt. Weil das ist ein richtig geiles Kostüm in meinen Augen. Viel besser als seine Standardkleidung. Also wenn er mal diesen Titel auf Stufe 3 hat, dann schalten wir das Kostüm für ihn frei. Und ich glaube, das werde ich ihm auch so ziemlich bis zum Ende des Abenteuers hin dann tragen lassen. Weil das gefällt mir persönlich einfach besser. Ja, aber ansonsten können wir jetzt eigentlich auch einige Nebenquests in Angriff nehmen, weil wir ja jetzt mehr oder weniger eine wirklich vollständige Gruppe sind. Also wir können zwar natürlich noch nicht wirklich überall hin, aber schon zu einigen Orten. Jetzt bin ich eher am Überlegen. Ich glaube, wir sollten erstmal noch ein bisschen in Juliberte bleiben. Also keine Sorge, dass das Schiff nach Krieger raus, das fährt uns schon nicht weg. So, wo war denn das? Ich glaube, gleich irgendwo hier war irgendjemand mit so... Ja, seht mal, hier ist jemand mit einem Smiley Face. Du meine Güte, ihr seht genauso aus wie Moira. Moira? Moment, ihr kennt Sophie? Ich meine dieses Mädchen? Ich glaube, ich meine, ich... Aber nein, das kann sie nicht sein, das ist unmöglich. Ach, wir haben Gäste und wo kommt ihr... Moira, bist du es wirklich? Schatz, Schatz, komm schnell, Moira ist hier! Wer ist Moira? Ich glaube, das könnten deine Eltern sein, Sophie. Endlich haben wir deine Familie gefunden. Familie? Das wird kompliziert, das sehe ich jetzt schon. Dann erinnerst du dich also nicht mehr? Nennst du dich darum jetzt Sophie? Aspel, nicht wahr? Vielen Dank, dass ihr euch um sie gekümmert habt. Wir stehen tief in eurer Schuld. Keine Ursache. Ich habe nur getan, was sie an meiner Stelle getan hätte. Und so bescheiden. Komm schon, Schatz. Steh nicht einfach nur so da. Sag etwas. Ja, ich hätte nie gedacht, dass wir uns hier wiedersehen würden. Was ist los mit dir? Du benimmst dich, als würdest du dich gar nicht freuen, sie zu sehen. Ja, was das angeht, hätte ich noch eine Frage, wenn es recht ist. Seid ihr euch absolut sicher, dass das eure Tochter ist? Ist das wirklich Moira? Wenn euch unser Wort nicht reicht, dann seht euch das an. Das ist ein Bild von Moira, das ein berühmter Maler von ihr angefertigt hat. Sie sehen sich überraschend ähnlich. Natürlich tun sie das, schließlich ist das unsere Moira. Dein Zimmer ist noch genauso wie früher, Moira. Mach es dir erstmal gemütlich und heute Abend feiern wir deine Rückkehr. Ich bin mir sicher, dass dein Gedächtnis 0, nichts zurückkehrt. Gut, gnädige Frau, soll ich mal und ihre Freundin ihr Zimmer begleiten? Sie sind bestimmt erschöpft von der Reise. Aber ja, natürlich, aber wir müssen auch das Fest vorbereiten. Psst, ich muss euch etwas fragen. Glaubt ihr, ihr könntet dafür sorgen, dass Moiras Mutter die Wahrheit sieht?
Es ist unmöglich, dass eure Sophie Moira ist. Moira wurde letztes Jahr in der Straterwüste von Monstern angefallen. Worauf wollt ihr hinaus? Ich wusste doch, dass hier etwas nicht stimmt. Ihre Eltern haben sich nie richtig von dem Schock erholt. Ich glaube, ihr Vater erkennt die Wahrheit, aber weil er seine Frau zum ersten Mal seit langem glücklich sieht... Ich bin nur die Bedienstete, auf mich werden sie also nicht hören. Ich weiß, das ist viel verlangt, aber bitte, ihr müsst etwas tun. Unser Wort allein wird nicht ausreichen. Wir müssen beweisen, dass Sophie und Moira nicht ein und dieselbe Person sind. Nun, vielleicht hat sie etwas in der Wüste hinterlassen, als sie verschwand. Gut, es ist zwar unwahrscheinlich, aber wir sehen, was wir tun können. Vielen Dank, ich werde die Anfrage einbringen, damit alles seine Ordnung hat. Bitte, helft ihnen, diese Sache hinter sich zu lassen. Oh, das ist irgendwie direkt schon wieder traurig, oder? Ich meine, jetzt haben wir für einen Moment wirklich geglaubt, wir hätten Sophies richtige Familie gefunden und dann doch nicht. Das ist natürlich ganz schön blöd. Aber gut, das heißt, es gibt eine neue Anfrage im Gasthaus, das werde ich mir gleich mal angucken. Und dann werde ich probieren, ob ich die vielleicht in dem Part noch lösen kann. Oh, hier ist ja auch wieder jemand mit einem Smiley-Face. Hubert? Marian, bist du das? Oh, du erinnerst dich noch an mich. Kennt ihr euch? Mehr oder weniger. Was machst du denn hier draußen? Ich wollte mich als Juwelenschleiferin selbstständig machen. Alles lief bestens, bis mir vor ein paar Tagen mein ganzes Werkzeug abhanden gekommen ist. Hast du eine Anfrage eingereicht? Natürlich, gerade eben erst. Also, wer sind deine Freunde? Sherry ist eine Freundin aus Kindertagen und der begriffsstutzige Kraftprozier ist mein Bruder Aspel. Schön, euch kennenzulernen. Ich bin Marian. Hallo, Marian. Tja, ich sollte mich dann besser mal nach Sable Isol aufmachen und meine Anfrage auch dort einreichen. Sable Isol? Ja, ich war gerade von dort zurückgekommen, als ich bemerkte, dass mein Werkzeug weg ist. Wahrscheinlich habe ich es dort verloren oder irgendwo auf dem Weg. Das scheint mir ganz schön viel Aufwand, um gebrauchte Werkzeuge wiederzubekommen. Warum kaufst du die nicht einfach neu und lässt es gut sein? Ich weiß, aber sie bedeuten mir eine Menge. Tja, also, wir sehen uns, Hubert. Wir könnten ihre Werkzeuge suchen gehen, was meint ihr? Sie scheinen wirklich wichtig zu sein. Und wenn sie sie in der Wüste verloren hat, ist nicht davon auszugehen, dass sie jemand einfach so zufällig findet. Es könnte sogar sein, dass sie von einem Monster gefressen wurden. Wenn ihr sie unbedingt suchen wollt, von mir aus... Ja, und da haben wir wieder etwas Wichtiges erfahren. So, jetzt gucken wir erstmal hier in das Gasthaus nochmal ganz schnell rein. So, oh, es gibt einen Skit. 20 Minuten und keine Angst. Der Skit heißt es oder dauert jetzt nicht 20 Minuten, das wäre ja extrem. We should eat something before we go. What do you say, Hubert? Surely you understand that this is no time for dawdling. Or have you already forgotten our mission? Don't be like that, Hubert. Who knows when we'll have another chance to eat? You think I don't know that? That's precisely... What do you want? You used to like eggs, right? You want some eggs? Hey, are you even listening to me? You should eat something. I think it would make Asbel and Sheria very happy, don't you? It seems I have little choice in the matter. Very well, I give you exactly 20 minutes, I'm a busy man. Ja, ist klar. 20 Minuten zum Essen ist nicht gerade viel Zeit, hm? So, Anfang ansehen. Und seht mal, hier unten haben wir erstmal von einer reichen Person, die möchte eine Eisenwurfklinge haben mit der Qualität Sanft. Da bekämen wir einen Runenschutz. Ich sammle seltene und ungewöhnliche Waffen. Gerade suche ich nach einer, die nach dem Wurf zurückkehrt. Das ist nämlich sparsam. Und dann haben wir hier... Eben von Marian, die sucht ihr Polierwerkzeug und da bekämen wir ein Runenmesser und 1940 Fertigkeitspunkte. Nach meiner Rückkehr aus Sable Isol nach Judiberte war mein Polierwerkzeug verschwunden. Wenn ihr es findet, meldet euch bitte. Ja, und das Dienstmädchen eben von vorhin gerade,
sucht das geschätzte Medaillon. Fräulein Moiras Habseligkeit müsstet ihr westlich von Juliberte finden. Bitte bringt sie zurück, damit ihre Eltern endlich Ruhe finden. Da kriegen wir 2046 FP und 5280 Gal. Das werde ich natürlich beides gucken, dass ich das erledigen kann. Weil das ist beides relativ wichtig. Okay. Gut, aber ansonsten gibt es jetzt leider nichts mehr zu tun. Also glaube ich zumindest. Also jetzt wegen dem Medaillon, da könnten wir ja noch ganz rasch gucken, dass wir uns das holen. Aber ich glaube, ich war doch irgendwo... War das hier? Ja, das war hier. Seht mal, hier Ausrüstung. Ihr seid in der Wüste plus was. Ich überall unter Banditen, ist klar. So, ich kaufe nämlich... Also Rune Doppelklinge... Nee, kann ich überhaupt irgendwas kaufen? Nee, nicht wirklich. Bringt nicht viel, aber hier eine schwarze Bluse. Ich kaufe eine schwarze Bluse. Ich habe genau 38.000 Gal. Ich kaufe mal eine schwarze Bluse für Sharia. So. Und dann kaufe ich noch eine und gebe die dann Pascal. So, mal kurz machen hier. Ausrüsten. Pascal. Statt Ruhmbluse plus 1. Schwarze Bluse. Wo ist denn jetzt hier? Schwarze Bluse. Es sinkt zwar der physische Angriff ein bisschen, aber egal. Können wir dann später auch wieder dualisieren. Und apropos dualisieren. Wartet mal. Dualisieren. Rindfleisch, Rotwein. Das ergibt Rindfleisch Burgunder Art. KP wieder schon 63% und stärkere Rüstungsfähigkeit. Bei diesem Gericht wird Rindfleisch in Rotwein gekocht. Die Weinmarinade ist der Schlüssel. Na dann, bitte einmal herstellen. So. Rotwein an sich. Achso, da seht ihr das gleiche nochmal. So, ne, wegen den Waffen hier. Huberts Runendoppelklinge könnten wir mit irgendwas dualisieren, zum Beispiel mit einer Steigerungsscherbe. Ja, minimales K plus 1, das passt schon. So, dualisieren, zack, Runenklinge plus 1, ein Kampfgeschoss statt plus 1. Können wir auch wieder dualisieren, weil das schon mal benutzt war. Machen wir eine Widerstandsscherbe oder Zielscherbe? Nee, machen wir eine Widerstandsscherbe, ist ja auch egal. So, zack, bumm. Der Rest ist dabei egal. Alice Mix ist komplett geladen. Schnäppelkarte sieht so aus. Ja, okay. Gut. Jetzt bin ich mir schon wieder nicht sicher, ob ich nicht schon wieder Schluss machen soll. Wir haben jetzt ziemlich viel geredet. Hubert ist jetzt bei uns im Team. Also ich glaube, wenn, dann mache ich jetzt mal Schluss. Ich gehe noch in Richtung Westtor wieder. Also bevor ich mich jetzt da nach Kriegerrast aufmache... Man möge mir bitte verzeihen, möchte ich mich gerne um Nebenquests kümmern. Weil die gehören einfach auch zum Spiel dazu. Und das heißt, im nächsten Part werden wir erstmal nach diesem Medaillon suchen von dieser, wie hieß sie jetzt nochmal? Ja, von Moira. Wir werden Moiras Medaillon suchen gehen. Das wird sich jetzt irgendwo hier finden lassen. So, also ich werde jetzt hier speichern, den Part beenden und im nächsten Part wird halt ein bisschen Zeit gequestet. Das muss auch mal sein. Jetzt haben wir ja endlich mehr oder weniger die Zeit dazu. Also dann, danke bitte mal fürs Zusehen. Jetzt haben wir ja auch endlich Hubert im Team und damit sind wir mehr oder weniger vollzählig. Also, bis zum nächsten Mal bei Tales of Graces. Macht's gut, Leute. Tschüss!